Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei X4. Ja, das letzte Mal haben wir unsere Station noch mal ein bisschen ausgebaut. Man sieht es hier oben schon. Ja, wir hatten ursprünglich hier eine, jetzt haben wir zwei von diesen Smart Chip Produktionen. Und hier unten wird ein weiteres Panel gebaut für unsere Energieproduktion. Brauchen wir theoretisch nicht, aber wir verkaufen die Energie ja auch und nutzen die nicht nur zu unserer eigenen Produktion. Und hier hinten haben wir zusätzliche Lager angebaut. Und schon etwas länger her, da haben wir hier ein neues Dock angebaut. Und das würde ich mir jetzt gerne mal anschauen. Und das ist ein richtig nettes Dock, das sieht toll aus. Schauen wir mal, wir landen. Wir landen, habe ich gesagt. Sehr schön. So. Es Dann ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie das Ganze aussieht. Halt, da will ich. So. Ja, das ist unser Luxus-Dock, das ja eigentlich gar nicht schlecht aussieht. Schön offen und freundlich. Unseren Blick auf das einfache Dock. Ich überlege gerade, können wir das austauschen? Ich laufe mal rüber, einfach nur, damit wir uns das mal ja im Prinzip von hier aus dann anschauen können. Ich muss sagen, also das Dock gefällt mir hier ganz gut. Ehrlich gesagt deutlich besser als das Einfache. Wobei wir dazu natürlich auch sagen müssen, das Einfache ist ja nicht einfach nur ein Einfaches, sondern das ist auch eins, wo nur ein einziges M-Schiff hinpasst. Ja, während wir hier tatsächlich drei haben. Und drei ist bekanntlich besser als eins. Und daher würde ich das, wie gesagt, ganz gerne austauschen. Bin mir nicht sicher, ob es möglich ist, aber wir werden es, glaube ich, mal. Wir probieren es einfach mal. Ich speichere da vorher mal. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Das wäre super, wenn es tu wenn es tatsächlich tun würde. Wenn es so funktionieren würde, wie ich es gerne hätte. Wäre das super. Die Module müssen ja nicht zwangsweise, soweit ich weiß, verbunden sein. Ich schaue einfach mal, was passiert, wenn wir das hier entfernen. Und dann das hier hinbauen. Das müsste funktionieren. Ich sehe jetzt da hinten aber keine Veränderung. Moment. Laufen wir nochmal hin. Doch, Moment. Ich glaube, es wird abgebaut. Da verschwinden Teile.
es aussieht. Oder? Oder sind das Grafikfehler? Bin mir nicht sicher. Aber doch, das müsste eine Abbausimulation sein. Oder... Ja, ich denke schon. Das ist eine Abbauanimation, oder? Ich meine... Haben wir das auf... Bauplan? Haben wir das hier mit drauf, den Abbau? Nicht wirklich. Halt doch, hier oben. 3 Minuten noch. Dann sollte das weg sein. Moment, bleibt das dabei, dass da hier unten... Ja. Unten wird parallel auch gebaut. Wenn Sie Credits übrig haben, geben Sie diese an eine der eingetragenen Wohltätigkeitsorganisationen. Bin ich ja mal gespannt, was dann passiert. Ich meine, wir haben... Also die Stationsteile müssen definitiv nicht miteinander verbunden sein, das weiß ich. Habe ich auch schon bei anderen Stationen gesehen, dass beispielsweise... Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Ja, du hast deine bestehenden Verhaltens... Weisen, die ich vordefiniert habe. Halt dich bitte daran. Ich ändere meine Meinung nicht. So. Eigentlich müsste jetzt... Wie lange ist es noch? Noch 2 Minuten. Beziehungsweise ein bisschen mehr als 2 Minuten. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann aussieht, weil, ja, man muss ja dazu sagen... Wir hatten ja hier das einfache Dock, das ist 1M6S. Ja, das heißt, ein M-Schiff und 6S-Schiffe können andocken. Und das hier ist 3M6S. Ja, das heißt, 3M-Schiffe und 6S-Schiffe können andocken. Ja, das heißt, wir tauschen hier nicht einfach nur ein hässliches Modul durch ein schöneres aus. Und das hier ist meiner Meinung nach tatsächlich schöner. Nein, wir tauschen natürlich auch wenig Kapazität gegen etwas mehr Kapazität aus. Und das ist ein meiner Meinung nach durchaus wichtiger Faktor. Gerade wenn wir jetzt vorhin schon unsere Produktion von Smart Chips erhöht haben und jetzt zusätzlich noch die Energieproduktion erhöhen, dann haben wir natürlich, oder ich hoffe zumindest, dass wir dadurch insgesamt auch mehr Traffic auf die Station bekommen. Was im Endeffekt dann auch gleichzeitig dazu führen sollte, dass wir eben halt, wenn wir kein 3MS6 Dock haben, also kein zweites, dass wir insgesamt halt zu wenig Kapazitäten haben. Es entstehen Wartezeiten und dementsprechend wird irgendwann das Lager wahrscheinlich volllaufen, wenn wir zu schnell produzieren. Und dann haben wir, ja... Verlust kann man nicht sagen, aber uns entgehen dadurch einfach dann tatsächlich Gewinne, weil wir eben nicht unsere maximalen Kapazitäten ausnutzen können, die wir eben an der Station eigentlich haben. Ja. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Und daher, ja, machen wir das eben so. Gut, und jetzt schauen wir mal hier. Müsste jetzt gleich was passieren. Da landet wieder ein Schiff. So. Und weg ist es. Und die Produktion vom anderen Dock müsste... eigentlich auch starten. Aber ich habe jetzt keine Animation gesehen. Oh. Okay.
Kann ich die... Kann ich das verschieben? Sieht nicht so aus. Er hat die Energiezellen eben halt einfach neu gestartet. Das, Die Firma Evosoft bedankt sich für den Erwerb ihres Produkts. Oh, okay. Okay. Ich hatte gehofft, dass er den Abbau und den Anbau von den Abbau vom Dock und den Anbau der Energiezellenproduktion zusammen hinbekommt, aber das hat er wohl nicht. Ja, gut, das heißt, wir haben jetzt gerade ein freischwebendes Dock hier. Gut, ist nicht schön, aber es ist auch nicht allzu tragisch, denn wir haben ja die Planung von diesem zweiten Dock ja definitiv drin. Und so lang muss halt das hier reichen. Aber ich mache mir da nicht wirklich Sorgen, dass das ein Problem ist. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was das... Genau, hier ist der Händler. Hier keinen Händler. Nicht wirklich. Ich verstehe das nicht. Warum haben wir keinen Händler, wenn wir hier einen Händlerbereich haben? Das ist immer irgendwie, ja, komisch. Weiß nicht. Ja, ich würde sagen, wir steigen mal wieder in unser Schiff ein. Sind wir eigentlich hier schon mal manuell reingelaufen? Weiß ich gar nicht. So, ab ins Cockpit. Und dann würde ich sagen, docken wir mal hier wieder ab. So, docken. Ich muss schon sagen, das Dock ist richtig schön sauber und übersichtlich. Gefällt mir. Und nicht diese komischen markisenartigen Aufbauten hier an der Seite, sondern alles schön offen an den Seiten. Gefällt mir. Wobei ich dann gleichzeitig auch dazu sagen muss, dass es gerade hier aufgrund dieser hellen Farben hier eher weniger zum restlichen Teil der Station irgendwie passt. Kann man mal machen hier und noch ein bisschen Loot mit aufsammeln. Ja, ich muss schon sagen, also diese Türme hier, die gefallen mir. Das sieht irgendwie richtig nett aus. Es sind... Danke für Ihre Hilfe. Hier ist ein kleines Dankeschön. Ja, kein Problem.
Das sind jetzt aber relativ geschlossene Produktionen. Also damit meine ich, dass man nicht viel sieht. Ja? Also es gibt Produktionen, da sehe ich tatsächlich einzelne Produktionsschritte. Ups, bin ich auf die Leertaste gekommen versehentlich. Das war nicht der Plan. Aber auch hier bei der Produktion unserer Siliziumscheiben sehen wir leider keine Produktionsschritte. Da haben wir nur diese langen Röhren, wo vermutlich die Produktion halt drin ist, aber ja, wir sehen die Produktion nicht. Bei manchen kann man eben wirklich tatsächlich die Produktion beobachten. Ja, das sieht man dann wirklich von außen, was da passiert, beziehungsweise gut, was genau passiert, kann man natürlich nur erraten, aber man sieht auf jeden Fall, dass etwas passiert. Ja gut, ich meine hier bei den Solaranlagen, ja, was will man an der Stelle sehen, wie die Produktion läuft? Das sind halt Solarzellen. Kann man sich ja denken, wie die funktionieren. Gut, wir sind dann also erstmal vorerst hier fertig, weil die Produktion des Neuen wird jetzt hier noch eine Weile dauern. Ja, wir haben hier es fehlen Ressourcen. Warum fehlen hier Ressourcen? Moment, Moment. Hat der jetzt die... Nee, oder? Der hat doch nicht jetzt gerade die Energiezellenproduktion abgebrochen, die Ressourcen dabei verbraucht und dann nochmal neu gestartet, oder? Kann das sein? Wir hatten doch eigentlich genug. Oder habe ich irgendwas verpasst? Bin mir nicht sicher. Ich muss sagen, das finde ich jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Ich meine, man muss zugeben, wir haben sehr, sehr viele Credits, also sind das jetzt keine Beträge, die mich in den Ruin treiben. Aber ja. Zusätzliches Geld ausgeben für was, was ich eigentlich schon bezahlt habe. Ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich begeistert bin davon. Wie sieht's hier aus? Aha. Die Lager hier sehen eigentlich soweit ganz gut aus. Hier auch. Da lassen sich definitiv noch Sachen an die Stationen verkaufen. Hüllenteile fehlen in der Regel ja eh immer. Ja. Und ja, auch die anderen Ressourcen, ja, also hier unsere Smart Chips zum Beispiel, die wir ja definitiv verkaufen wollen, die fehlen hier auch in beiden Stationen. Wobei ich jetzt sagen muss, aufgrund der Gewinne, die ich gerne erzielen würde, hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn die Smart Chips in beiden Stationen vielleicht ein bisschen niedriger wären. Ich meine, bei so hohen Beständen haben wir wahrscheinlich nicht unbedingt die bestmöglichen Preise. Das da war ich zu langsam. Da war nämlich ein Krimineller. Den habe ich aber zu spät gesehen. Moment, da fällt mir gerade was ein. Ich bin mir gar nicht sicher, aber können wir eigentlich schon irgendwelche Verteidigungsanlagen bauen? Lasst mich das mal schnell überprüfen.
Einfach mal das hier. Nee. Wo kriegen wir die Baupläne dafür her? Ach so, Moment, ist das? Lass mich mal schauen. Ja, komm, wir fliegen hin. Wir müssen nicht immer den Teleporter benutzen. Das ist ein bisschen faul. So, dann bin ich mal gespannt, ob es hier diese Pläne gibt. Da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet. Weil man muss ja dazu sagen, eine Station, die sich verteidigen kann, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Komm. Erfolgreich angedockt. Sehr es ist schön. Eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, ich weiß, ich weiß. So. Wir wollen zum Raumdock. Und dann schauen wir mal beim Teleporter vorbei. So. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Blaupausen. Ausrüstung. Geschütztürme. Aha. Strahlengeschütz L und M. Die hätte ich beide ganz gerne. Und brauchen wir natürlich noch Schilde. Obwohl, na, lasst uns erstmal probieren mit den Geschütztürmen. Die sollen jetzt mal als Test herhalten. So, und wenn ich jetzt hier hat er nicht vorhin noch gebaut? Bin nicht so sicher. Gut. Nicht allzu wichtig. Schauen wir einfach mal, wenn ich jetzt hier jetzt hier einen von diesen hier anbringen wollte. Wie viel kostet mich das?
Kann ich das irgendwo sehen? Ich sehe zwar, welche Ressourcen ich brauche, aber nicht wie viele. Das ist ein bisschen unbefriedigend jetzt. Ich weiß dann nämlich nicht, wie viel mich so ein Geschütz hier kostet. Ja, irgendwie vermisse ich hier eine Anzeige dafür. Das ist echt blöd. Machen wir einfach mal so und dann schauen wir mal, wie. Hä? Moment, hat er jetzt. Also ich sehe jetzt hier keinen Produktionsauftrag dafür, aber irgendwo hat er jetzt die Voraussetzungen hier erhöht. Und ich muss sagen, wenn ich mir das so anschaue, um eine ganze Menge. Das ist mir momentan noch ein bisschen zu teuer. 1,5 Millionen ungefähr oder sowas müssten das sein. Das ist mir momentan echt zu viel. Für im Prinzip ja, ein einziges Geschütz oder so. Beziehungsweise so ein Doppelgeschütz, wie wir da ausgewählt hatten. Das ist jetzt was ich jetzt momentan nicht brauche. Vor allem hier in Argon Prime vielleicht nicht. Also gehen wir am besten mal direkt auf unser Schiff zurück. Und docken mal wieder ab. Abdocken. Und dann fliegen wir mal hier raus. Gut, dann würde ich sagen, wir fliegen mal. Hierhin. Ich würde mir nämlich ganz gerne mal die Xenon anschauen, denn in Herr Tikvas Entscheidung 1 müssten definitiv Xenon auftauchen. Ich meine, immerhin schließt das direkt an einen Xenon-Sektor an.
Dementsprechend erwarte ich auch an der Stelle, dass wir da durchaus ein paar Xenon haben. Adäquatentscheidung Autopilot ausgeschaltet. Was ist das denn für ein Sprungtor? War das schon immer da? Ich glaube, das war schon immer da. Der Name Morgenstern kommt mir bekannt vor. Aber wir haben es hier momentan noch nicht auf der Karte. Das heißt, wir sind einfach immer bisher an diesem Sprungtor vorbei einfach. Und haben es ignoriert. Wieso, weiß ich nicht. Aber der Sektor Morgenstern, der sagt mir was. Und hier müsste irgendwo... Oh. Ein großer Xenon sein. Speichern wir sicherheitshalber mal. Der könnte nämlich ganz böse wehtun, wenn wir ihn angreifen. Hier doch einzelne Komponenten angreifen, oder? Probieren wir es mal. Das müssten hier die Antriebe sein, oder? Nicht irgendwie selektieren. Vielleicht so. Irgendwie viel Schaden machen wir dann nicht. Beziehungsweise die Schilde regenerieren sich sogar wieder. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auf. Könnten wir mal uns um die Schildgeneratoren zuerst kümmern. Müssten alle sein. Können wir jetzt hier... Da tut sich irgendwie nicht viel.
du hier noch irgendwelche Schildgeneratoren oder so, die ich nicht sehe? Vielleicht an der Oberseite. Nee, nicht wirklich. Seitlich. Ich würde gerne mal das hier probieren. So haben wir jetzt im Prinzip das komplette Schiff gescannt. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, inzwischen sind bei dem tatsächlich alle Türme ausgeschaltet, so wie das aussieht. Das heißt, eigentlich müsste Schilde vom Antrieb sind weg. Trotzdem mache ich keinen Schaden beim Antrieb, wie es aussieht. Dann greifen wir eben einfach nur so das Schiff an. Das passt ja auch. Auf jeden Fall wird es eine fette Belohnung geben, wenn wir den erwischt haben. Ja, so ohne Verteidigung sieht der dann nicht mehr so stark aus. Ja, aber die Geschütze scheinen ja wirklich alle erledigt zu sein. Meine Geschütze sind dafür gerade warm gelaufen. So, haben wir hier Loot. Es gibt ja nicht kein Loot, oder was? Doch, da. So, war das alles, was wir an Loot haben? Jawohl. Dann schauen wir mal, was wir alles Illegales aufgesammelt haben. Danke für Ihre Hilfe. Mhm. Keine illegalen Sachen. Aha, das ist interessant. Die Raumfliegeneier werden mir irgendwie nicht als illegal angezeigt. Aber hier wird gesagt, dass illegal sind. Ich werfe sie sicherheitshalber aus.
will keinen Stress haben. So, ja, das war ein großes Xenon-Schiff. Und da es in einem neutralen Sektor war, haben wir dafür keine Belohnung bekommen, fällt mir gerade ein. Wir sind ja im neutralen Sektor, das sieht man hier an der Grenze. Ja, da ist im Prinzip in der Hand von niemandem. Er ist einfach nur neutral. Schade. Sonst hätten wir nämlich eine ordentliche Belohnung erhalten können. Aber wir wollten ja hier durch dieses Tor durchfliegen. So, beziehungsweise eigentlich wollten wir nach Xenon schauen. Und ja, wir haben einen gefunden. Und jetzt wollen wir durch den, ja, durch das Tor hier fliegen. Und zwar nach Morgenstern. Und da sind wir. Morgenstern. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, wir scannen mal schnell. So, da habe ich irgendwo vorhin ein weiteres Sprungtor gesehen. Wo war das? Habe ich mich geirrt? Sieht so aus. Okay. Oder ich finde es jetzt einfach gerade nicht. Das kann natürlich auch sein. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen hier in der Entfernung entdeckt. Und das ist nicht schlecht. Und ich würde sagen, das, was wir entdeckt haben, schauen wir uns an. In der nächsten Folge. Also, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Ich bin auf jeden Fall da. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge dann. Also, bis zum nächsten Mal.